Und wenn das stimmt, nach dem Spiel wir ist der Markus Neumeier. Ja, Mac, 1:3. Was ist falsch gelaufen heute? Ich denke, wir haben einiges falsch gemacht, aber auch einiges richtig. Ich denke, wir haben 1:0 geführt, waren gut im Spiel. Wir kriegen dann das 1:1, wo wir eigentlich so nicht kriegen dürfen. Und nach der Halbzeit waren wir dann auch gut im Spiel und kriegen dann mit dem 2:1 eine kalte Dusche. Und dann ist es schwierig gegen Lausanne, die im Moment im Umschaltspiel sehr, sehr stark sind. Und das Glück war auch nicht auf unserer Seite. Wir hatten einen Pfostenschuss, hatten eine gute Situation, der Ball wollte nicht rein und ja, schade. Also ist heute die alte Weisheit, wenn man sie vorne macht, kommen sie hinten über. Kann man so sagen, ja. Schlussendlich steht das Ergebnis jetzt 1:3 da. Das ist ein ziemlich krasses Ergebnis, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Aber ja, wir können uns nichts für das kaufen. Wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben leider es verpasst, gegen Sion zu gewinnen. Und es ist schade. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und schauen, dass wir jetzt in GC nächste Woche wieder auf die Medaille auf die andere Seite kippen. Du hast angesprochen, GC nächste Woche. Jetzt haben wir Sion nicht gewonnen. Jetzt heute nicht gewonnen, jetzt kommen wir langsam schon ein bisschen in eine Negativspirale rein. Genauso, wenn man viermal gewinnt, sollte man nicht gleich von der Meisterschaft reden. Und wenn man zweimal nicht oder dreimal nicht gewinnt, sollte man nicht gleich vom Abstieg reden. Ich glaube, das tut uns allen gut und wir mit von der Mannschaft wissen das. Wir wissen, dass wir noch viel arbeiten müssen, um da oben mitzuhalten. Und deswegen ist es schade jetzt, dass wir das Spiel heute vergeigt haben. Ja, das muss man so hart sagen, aber es wird uns nicht aus der Bahn werfen. Okay, dann gute Erholung und viel Glück nächste Woche gegen GC. Merci. Okay.